habe meine Primer, meine Puder, meine Bronzer, glaube ich, habe ich auch ein bisschen dazu gemischt, unabsichtlich. Was noch? Primer, Puder, Make-up, Concealer nicht. Alles Mögliche. Ich finde in meiner Lade nämlich nichts mehr. Ich bin mega schockiert, was ich noch alles habe. Ich wollte das nämlich ein bisschen aussortieren, damit ich einer Freundin von mir was abgeben kann. Ich habe einfach viel, viel, viel zu viel. Und ja, wir fangen am besten gleich mal an. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ich habe Angst, dass mir das alles runterknallt. So, mit dem ersten, ich habe noch ganz, ganz viele Backups von der Sleek Palette und ich muss eine aufmachen, weil die andere, die ich gerade heute verwendet habe, hat ziemlich komisch gerochen. Die habe ich gleich aussortiert. Deswegen habe ich dann nur noch vier Backups. Ne? Nur mal so nebenbei. Jetzt kommt wieder die Sonne raus. Das Wetter kann sich heute irgendwie nicht entscheiden. Und meine Wimpern halten heute nicht. Ich habe heute irgendwie so einen Kriegsfußtag mit meinen Wimpern. Das habe ich mir ja auch mal, ich halte die Verpackung lieber nicht in die Höhe, das habe ich mir ja mal auch gekauft. Das war von Elisabeth Arden, das Make-up. Das sieht so aus. Habe ich noch nie verwendet. Also das werde ich auf jeden Fall noch aufheben, weil mir das ja auch passt und ich unbedingt das Arden-Make-up ja ausprobieren wollte. Okay, das werde ich, glaube ich, aussortieren. Das ist nämlich, das habe ich mal gewonnen, da waren wir bei diesem Reitturnier von der Celine. Aber es würde passen. Okay, ich lasse es noch. Ich lasse es noch. Ich habe so viele Primer, die ich gar nicht mehr kenne. Ich habe einmal diesen Soft Base and Care Face Milk von Trended Up. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich kenne mich mit Trended Up nicht aus, ich sage es euch ganz ehrlich. Die habe ich mir ja damals gekauft, weil sie reduziert waren. Werde ich natürlich auch nicht hergeben. Das sind die von dieser 183 Days Serie, wenn ihr die noch kennt. Den habe ich auch zweimal, den werde ich natürlich auch nicht hergeben. Das ist von Essence, der Melone Primer. Fangt ja nicht so gut an, oder? Dann habe ich noch den Honey, oder wie der da heißt. Wanna Be My Honey hat die Limited Edition geheißen. Den werde ich natürlich auch nicht hergeben, weil ich über den nur Gutes gehört habe. Das werde ich aber aussortieren, das passt mir niemals. Keine Ahnung, warum ich das habe, aber das passt mir ja niemals. Das werde ich auch aussortieren, weil ich habe gerade aktuell noch eins in Verwendung, von dem ich meine, man erkennt es eh kaum. So sieht das aus. Das werde ich aussortieren, weil ich habe aktuell noch eins in Verwendung und ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so berauschend. Dann, den habe ich auch noch. Ich glaube, den werde ich auch aussortieren. Aber ich glaube, den werde ich entsorgen, weil den habe ich schon extrem lange offen. Jetzt sieht man es und ich finde, das schaut schon ein bisschen komisch aus. Das werde ich entsorgen. Was haben wir dann noch? Dann habe ich hier einen, okay, den gebe ich auch nicht her. Das ist der Bahama Marmor Bronzer. Den haben wir nämlich damals geschenkt bekommen in der Arbeit. Den werde ich natürlich auch nicht hergeben. Tja, den gebe ich fix nicht her. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich noch so ein Make-up habe. Das ist die Whipped Cream, was ich so gerne hatte von Max Factor. Das ist sogar original noch zu. Ich mochte die ja wirklich gerne. Ich wusste gar nicht, dass ich da noch eine habe. Da habe ich noch ein Puder von Essence. Ich glaube, das werde ich aber auch weggeben. Das... Ja, ich habe eh noch genug Puder, wie ihr gleich sehen werdet. Und deswegen werde ich ihr die Sachen geben. Also meiner Freundin, weil die freut sich sicher drüber. Da ist so viel Zeug da, ich schwör's euch. Das ist ein Art Deko-Bronzer, den überlege ich auch, ob ich hier geben soll. Ich meine, er ist einmal verwendet, aber der ist auch relativ dunkel. Ich habe gerade noch einen Art Deko in Verwendung. Und ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, den werde ich hier auch geben. Ich gebe ihn noch auf die Seite da. Ich habe nämlich hier einen Art Deko-Bronzer und ich habe so viele Bronzing-Puder, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist nämlich noch eins, sogar noch original zu. Das habe ich mal von David bekommen. Das... So viel kann ich niemals aufbrauchen. Ich meine, ich werde es aufheben, aber das werde ich auch weggeben, weil das mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob sie es haben will, aber ich werde es weggeben. Die beiden werde ich auch nicht weggeben, weil das ist von dieser 183 Day Serie, das Matcha und das Banana. Und das gebe ich nicht her. So wie das hier nicht. Das ist das Tutti Frutti Banana. It's Banana Puder. Das gebe ich auf jeden Fall auch nicht her. Das habe ich mir ja, glaube ich, zum Geburtstag gekauft. Und ich finde die Verpackung ja allein schon so geil. Das ist ja von Too Faced. Das sieht so aus. Das gebe ich auf jeden Fall nicht her. Das gebe ich nicht her. Also, nein.
Aber dann kann ich die Sachen dann wenigstens verwenden, wenn ich ein paar weggebe. Was ich auch nicht hergebe, ist das hier. Das habe ich mir auch einmal gekauft gehabt. Das ist das Fixierspray von Too Faced. Gebe ich auch nicht her. Den Bonnie gebe ich auch nicht her, aber da habe ich den weißen, glaube ich, habe ich leer gemacht. Das war das Fixierspray und das ist der Primer, wenn ich mich nicht irre. Den gebe ich auch nicht her. Wen hätte es gewundert. Okay, den, das gebe ich her. Das sind so Highlighter-Drops von Sleek. Das war mal ein Tester. Das gebe ich her, aber ich habe noch genug solche Sachen. Bei dem bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das nicht hergebe. Das ist so ein Creme. Produkt. Ich glaube, das gebe ich auch weg. Ich bin ja sehr motiviert heute, oder? Ja, die gebe ich auch nicht her, weil die mag ich eigentlich. Das sind diese Contour Duo Puder von Make-Up Factory. Die habe ich früher sehr, sehr gern benutzt. Ich habe sie sehr oft in Videos gesehen. Ich habe auch die Creme-Variante davon. Ich habe aber, glaube ich, noch irgendwo eine. Ja, das ist, glaube ich, Vorsicht. Das ist ja, glaube ich, die unbenutzte. Genau, und ich habe irgendwo noch eine benutzte. Ich weiß gar nicht wo, aber ich habe irgendwo von dem noch eine angefangene. Gebe ich auch nicht her. Wenn du einen Krampf während dem Video drin kriegst, ist ja richtig berauschend. Autsch. Den gebe ich auch weg. Das ist so eine Art Strobing-Fluid. Gebe ich auf jeden Fall weg. Boah, ich muss gucken, ob ich das wieder in Gang kriege. Au. Das ist auch ein Banana-Powder. Das habe ich aber von Essence mir mal gekauft. Das war aus Internet Limited Edition. Gebe ich auch nicht her. Hättet ihr damit rechnen können, oder? Die Bananapuder will ich nicht hergeben. Ich meine, es ist auch noch komplett unbenutzt. Und so viel ist es ja dann nicht. So. Das werde ich auch hergeben, weil das passt mir, glaube ich, nicht, wie man unschwer erkennen kann. Das werde ich auch weggeben. Ich wundere mich, dass ich mich so brav von allen trennen kann. Fast allen. Also die zwei gebe ich auch nicht her, bei denen habe ich mir erst gekauft. Der läuft auch, glaube ich, aus. Seht ihr das? Vielleicht stelle ich mir den da dann her zum Verwenden. Das war ein Fixierungsspray. Oder ist ein Fixierungsspray. Ich kann nicht mehr reden. Von Isle of Revolution. Ja. Den NYX Pore Filler gebe ich auch nicht weg, weil ich einen jetzt noch aktuell in Verwendung habe und den leer machen will. Das Miss Piggy Puder, da habe ich ja ur viele gehabt und habe ur viele weggeben, glaube ich. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es behalte. Ich lege es noch auf die Seite, da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich mir das auf... Ich habe ja noch ein zweites, also könnte ich eigentlich eins weggeben. Ich glaube, eins gebe ich weg und eins hebe ich auf. Den, was ich auch nicht hergebe, ist mein Lancôme Bronzer. Den habe ich nämlich damals mir gekauft, wo ich angefangen habe bei Müller. Das weiß ich noch ganz genau. Deswegen gebe ich den auch auf gar keinen Fall her. Den habe ich auch damals dann der Vivi geschenkt, denselben. Ja, das gebe ich auch nicht her. Das ist auch ein Primer. Den habe ich noch von der Vivi gekriegt. Den habe ich auch noch gar nicht aufgemacht, sieht man gerade. Der schaut fancy aus. Guckt. Den werde ich natürlich auch nicht hergeben. So, was haben wir dann noch? Noch ein Bronzer, den habe ich mir ja unbedingt einbildet von Essence. Nicht wegfliegen hier. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich einen Krampf kriegt, aber ich habe das andere Bein über das eine Bein drüber. Und deswegen hatte ich einen Krampf. So, sehr toll, oder? Den Bronzer gebe ich auch nicht her. Ich weiß, ist ein bisschen doof, aber dann könnte ich den als Deko hergeben, oder? Wenn man das mal so betrachtet, könnte ich... den Art Deko hergemacht. Jetzt mal, ich halte euch die beiden nebeneinander, wenn es gehen würde. Dann gebe ich den Art Deko weg, weil wenn wir mal ehrlich sind, passt der Art Deko eh nicht so ganz zu mir, weil der sehr orange und dunkel ist. Und der würde besser passen. Dann schenke ich der einen Freundin den Art Deko und den Essenz behalte ich. So. Die wird sich freuen. Dann habe ich noch ein Puder von Miss Lean, was ich auch nicht weggeben werde, weil ich mag Miss Lean. So, das gebe ich auch nicht weg, weil da habe ich eigentlich ein zweites und die benutze ich eigentlich, wenn ich unterwegs bin. Das sind diese Dadosense Mini Puder. Sieht so aus. Da ist so ganz Spiegel drinnen. Das ist extrem hell. Das würde auf jeden Fall passen. Ich habe sogar irgendwo ein zweites noch in einer Schminktasche. Das gebe ich auch nicht weg. Das habe ich mir nämlich extra genommen, weil das würde dir auch passen. Das ist von Clinique ein Make-up. Die Even Better gibt es zwar noch, aber sie haben viele Farben aus dem Sortiment genommen. Das gebe ich auch nicht her, aber das könnte ich bald verwenden. Das ist dieser Beauty Balm Shelter von der Balm. Der Balm wurde ja aufgelassen und ich habe mir das dann noch nehmen dürfen. Weil ich fand das eigentlich nicht schlecht. Und ich bin traurig, dass es den nicht mehr gibt. Ich
habe keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Das ist komplett zu noch. Glaube ich, werde ich weggeben, aber was mache ich damit? So, wir haben es bald geschafft. Da ist noch ein... Der ist aber sehr dunkel. Boah, da kriege ich einen Schluck auf. Der ist ja wirklich dunkel, oder? Also der passt ja nicht. Der passt nicht zu mir. Den werde ich auch weggeben, weil der passt wirklich nicht zu mir. Und ich habe eh den von Bahama Mama noch, den Duvalen. Deswegen werden wir den mal weggeben. Und ich glaube, ich behalte dann aber die beiden. Ich meine, der ist auch relativ dunkel, aber ich will den nicht weggeben. Das ist ein MAC. Sunny by Nature heißt der. Den will ich auf gar keinen Fall weggeben. Ich weiß, der ist sehr dunkel, aber den könnte ich auch als Rouge verwenden. Den werde ich nicht weggeben. Nein. Dann habe ich dann noch ein kleines Lancôme-Puder. Das werde ich auch nicht weggeben. Die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe mir da immer die Tester erschnurrt. Da habe ich... Das war ein bisschen zu schnell aufgemacht. Da hatte ich auch mal ein dunkles. Das Dunkle habe ich auch schon länger weggeben. Aber das werde ich aufheben. Weil ich tue jetzt in letzter Zeit den... den Primer vom Lidschatten-Setten. Dabei habe ich eins von Love irgendwo rumliegen, das ich gerade verwende, weil das von MAC ja leer worden ist. Das habe ich nämlich für beides verwendet, das von MAC. Und jetzt habe ich zwei Puder gerade in Verwendung und versuche, die aufzubrauchen. Das werde ich auch nicht weggeben. Das ist von Makeup Factory, der Fixierungsspray. Den gebe ich auch nicht weg. Den liebe ich ja. Den habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich wollte mir den nachkaufen. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Und die zwei werde ich auch noch behalten. Ich glaube, dann habe ich eh nicht so viel Puder, was ich verwende. Naja, doch. Eigentlich schon. Aber das will ich noch behalten. Ich glaube, das fand ich gar nicht schlecht von Essence. Oder soll ich es weggehen? Nein, das werde ich behalten. Das werde ich behalten, so wie auch den Bronzer. Den werde ich auch behalten. Weil der ist ja urschön. Den habe ich mir damals unbedingt einbildet. Und der würde doch passen. Also behalte ich auch den. Ich habe noch drei Sachen gefunden, die zu Make-up gehören. Ich habe noch den Vanille Shake Primer und den Kokos habe ich auch noch. Habe ich ganz vergessen. Und ich habe noch von Shiseido ein Make-up. Was ich euch jetzt nicht gut zeigen kann, weil vorne mein Name draufsteht. Aber ich zeige es euch so. Warte jetzt kurz. So sieht das aus. Das habe ich auch noch. Und das werde ich natürlich auch behalten. Also die, wie man sieht, die eine Lade war komplett durcheinander. Jo, so wenig ist es nicht, was bleiben darf. Aber ich finde das vollkommen okay. Wenn man bedenkt, dass ich sehr vieles, ich meine, so viele Sachen sind es nicht, was ich aussortiere, aber es sind ja doch ein paar, was gehen dürfen, sage ich jetzt einmal. Deswegen finde ich das nicht so schlecht. Finde ich wirklich nicht so schlecht. Ich bin stolz auf mich, dass ich da ein paar Sachen aussortiert habe. Das hat auch extrem gut an. Bei ein paar Sachen bin ich mir ja noch nicht sicher, so wie das von Alverde. Ja, also so viel ist es nicht, was ich weggeben habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 Sachen sind es. Naja, das ist schon ein bisschen was. Oh, ich habe da noch was vergessen. Das hat sich hier versteckt. Ich habe da noch so einen Creme-Highlighter, so eine Art, was ich benutzen könnte, was ich bis jetzt noch nicht verwendet habe. Der bleibt natürlich auch, weil das Make-up Factory ist eine meiner Lieblingsmarken, muss ich ehrlich zugeben. Make-up Factory ist eine meiner wenigen Lieblingsmarken, die ich habe. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es ist halt wirklich ein bisschen viel noch da, was ich mir behalte, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Weil es auch Sachen sind, die ich unbedingt verwenden will, deswegen finde ich es jetzt okay. Es könnte noch ein bisschen weniger sein, aber es ist okay. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!